Der Kompass leuchtet. Wir müssen. Oh nein! Ich glaube, wir müssen rüber. Kann er nicht eine Stunde später erst leuchten? Meinst du, wir können über den Zaun klettern? Oder wir finden vielleicht. Oh, warte mal, hier ist ein Loch. Warte, oh, hier können wir einfach drüber. Ja, ja. Der Kompass ist wieder am Leuchten. Können wir schnell Äpfel kriegen? Isst du deinen Apfel hier schnell? Wir treffen uns in der Traumwelt. Ach, ja. Bald werde ich es schaffen. Ich werde auf den Thron sitzen. Wir müssen nur diesen dummen König stürzen. Okay, Flo, ich glaube, da sind Leute. Hä, wo? Da. Was ist hier? Ich habe wieder in die Hose gekackt. Der Wissenschaftler-Typ ist, glaube ich, da. Und wer ist der andere? Hat der eine Windel an? Oh nein. Oh Gott. Was macht der? Warum ist da ein Hühnchen? Ja, aber warum jagt er den? Was hat er denn gemacht? Aber ist es... Okay, ich könnte mich irren, aber ist es der gleiche Typ? Der letztes Mal die Hausparty initiiert hat. Vielleicht ist das der orange Typ, nur während er schläft. Meinst du? Ich meine, oh Gott, vielleicht meinst du, der ist irgendwie mit hier rübergekommen und hat irgendwie einen Apfel gefunden und frag mich was? Mich würde es nicht wundern. Oh Gott, das wäre äußerst unglücklich, schätze ich mal. Müssen wir dem Roten noch nach? Müssen wir dem. Lass uns dem nachgehen, ja. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Wir können auch einfach... Lass uns der Wolle folgen, oder? Solange wir dem Wissenschaftler nicht über den Weg laufen, sollte ja alles gut sein. Und bis jetzt... Okay. ...war es ja halbwegs erfolgreich. Ey, das ist ein Königreich hier. Mhm. Oh, warte, hier ist der König. Hallo? Hallo, gehört jetzt zu diesem schrecklichen Mann, der mir meinen Thron stehlen möchte. Nein, das ist der Hausmeister aus unserer Welt. mit dem haben wir nichts zu... Oh Gott. Hä? Warum bist du denn da? Wir sind in die Schule eingebrochen. Was? Ja. Du bist... Was? Wieso bist du mitgekommen? Wie hast du... Oh Gott. Nein, also wir gehören nicht zu dem... Okay, das ist sehr gut. Sucht meinen letzten treuen Ritter. Er ist voll... Was? In einer improvisierten Zelle vor dem Schloss. Alles klar. Finden wir vielleicht... Die rote Linie. Ist der Typ jetzt einfach hier runtergesprungen? Warte, ich will mal kurz... Sieht man den da unten nach? Oh, ich weiß, warum Feuer auf der Decke... Die Linie geht hier weiter. Okay. Das Feuer auf der Decke war ein späterer Teil. Oh, okay. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Warte. Müssen wir runter, oder? Hat er gesagt? Ich glaube. Die rote Linie geht beide Seiten. So. Oh, warte, hier ist es. Hier geht's weiter. Oh, hier ist der Ritter. Oh, Frohlocket. Hallo und herzlich willkommen in diesem... bedauerlichen Zustand. Wie bist du? Ich bin Sir Reginald der Fünfte. Oh, okay. Und du bist ein Ritter von... Unrechtmäßig hier eingesperrt. Ja, von dem König. Ja. Also wir haben gerade mit dem geredet. Der meinte, du kannst uns vielleicht weiterhelfen. Es freut mich zu hören, dass es ihm gut geht, weil früher Kunde ist in letzter Zeit... Okay. Früher Kunde ist halt immer gut zu hören, weil ich sitze hier seit 6 Monaten in dem Käfig. Seit 6 Monaten? Also... Ja. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Was hast du gesagt, du kleiner... Sie sind bestimmt hungrig. Wo hast du die ganzen Kekse her? Hast du die von zu Hause mitgenommen, Flo? Hä? Das ist von der Dings, wenn du dich benimmst in der Schule und ich habe die Dose geklaut. Ich ernähre mich einfach von den Würmern an der Wand. Oh, da ist einer! Lecker. Oh Gott. So. Also, ich wurde leider in eine Falle... bin leider in eine Falle reingetappt und ja. Seitdem komme ich hier nicht mehr unbedingt raus. Okay. Sie brauchen einen Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wir können versuchen, irgendeinen Schlüssel zu finden. Der König meinte, du hast irgendwas für uns. Ich Oder habe etwas für euch. Du kannst uns helfen, weil, ja. Du kannst uns helfen? Ich kann euch helfen. Ja, einen Moment, bitte. Ich muss kurz schauen, wo habe ich es denn hingetan? Ich habe es hier irgendwo vergraben. Okay, hat meinen Keks genommen. 2 Kekse. Hat er die? Ja, guck mal. Sucht er. Ich weiß es nicht. Vergraben? Vergraben? Hast du... So. Ich habe hier etwas aus meinem, ja, Erbrochenen zusammengetan. Oh nein. Okay. Und ich nehm's nicht. Okay, es ist einfach nur ein Schalter. Ja, ich habe nämlich sehr viel Holz gegessen. Wo muss der Schalter drauf?
Ihr müsst ihn in der Nähe vom Thron aktivieren. Vom Thron? Ja, ich kann es leider nicht mehr genau sagen, denn mein Gedächtnis ist leider nicht mehr das Beste. Okay, und okay, da können wir quasi den... Gib ihm doch noch ein paar Kekse. Wir versuchen, dich zu retten, okay? Ich hoffe, dass ihr mich retten könnt, denn ich möchte hier nicht rausgehen und diesen verdammten... Was weiß ich, wer ein Typ das auch sein soll. Kannst du wieder aufhören, mich die ganze Zeit anzuschmeißen mit deinem ekelhaften Dreckzeug? Das sind Kekse, das ist Hexenwerk. Kannst du essen, das ist viel besser als die Würmer das in der Wand. Dann esse ich sie halt selber. Okay, aber war der Thron nicht hinten oder wo ist der? Okay, also... Ich führe die andere rote Linie hin. Okay, wir versuchen der roten Linie zu folgen. Gut, dann dankeschön, bis nachher. Prost, Nasenbluten euch beiden. Oh, meinst du... Ich mach mal die Tür zu. Meinst du, wir müssen jetzt einfach den Turm weiter hoch? Hier geht's weiter noch. Weil du ja meintest, rote Wolle geht noch nach oben. Die rote Wolle weiß Bescheid. Die rote Wolle. Hier ist viel rote Wolle. Das ist hilfreich. Ja. Okay, neben dem Thron. Ist neben dem Thron irgendwas? Nö. Die Ronja? Ja. Rote Wolle. Rote Wolle. Alles, hier ist nichts mehr. Doch, hier ist noch mehr rote Wolle. Rote Wolle. Alles klar, warte, ich folge dir einfach. Hier ist richtig viel rote Wolle, warte mal. Das Problem ist, hier ist überall rote Wolle. Ich bin langsam ein bisschen verwirrt. Nee. Die rote, warte mal. Die rote Wolle. Oh, warte mal, hier ist so ein goldener Block. Weißt du, da muss ich den drauf? Oder? Warte, ich mache jetzt den Schalter da drauf. Hier ist ein Thron. Oh, da guck dir die Banner an. Was? Hier. Oh Gott. Das ist so Dämon-Banner. Okay, und da muss der Schalter jetzt drauf, richtig? Oh, ja, warte mal. Oder, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite ist nichts. Ich glaube, das ist ein Goldblock. Nö. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich will nichts kaputt machen. Willst du es machen? Okay. Okay. Und jetzt runter machen. Was macht das? Aktiviert das eine Falle? Ich habe es jetzt runter gemacht. Okay, wir gehen wieder. Jetzt rote Wolle? Jetzt gucken wir, was passiert und hoffen... Hier ist mehr rote Wolle. Hier ist mehr rote Wolle. Ich meine, jetzt können wir schauen, was passiert. Hier hört die rote Wolle auf, oder? Ich meine, weiter ich kommen glaub, wir oder? Nicht. Warte, ja. Erstmal Probe setzen auf den zukünftigen Thron. Auf meinen zukünftigen Thron. Ja. Da. Was hat der? Kommen die Musiker hin. Meinst du, der Schalter hat irgendeine Falle? Und da hinten, da mache ich eine Autobahn hin. Autobahn? So. Oh! Oh! Okay, wahrscheinlich wurde das aktiviert, oder? Dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben. Mit dem Schalter. Hey, warte mal, war das eine Falle? Ich glaube. Das ist ja voll praktisch. Was soll ich mit den ganzen Keks? Die brauche ich. Die brauchst du. Hey, das ist ja voll praktisch. Dann können wir den, Wo geht die rote Wolle hin? Ich glaube, wollen wir... Ich glaube, es geht nicht weiter. Flo, ich glaube, es geht nicht weiter. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben ihn aufgehalten, oder? Warte. Nein, er ist runtergefallen. Die rote Wolle geht weiter. Die rote Wolle. Sollten wir nicht anstatt der roten Wolle langlaufen, versuchen, den Typen zu retten? Den in seiner, also den Ritter? Nö, die rote Wolle. Flo, hier war ich vorhin schon. Das ging jetzt hier den Turm hoch. Echt? Mhm. Und das ist der andere Balkon. Hier war ich am Anfang. Doch, keine rote Wolle. Okay. Lass uns den Typen retten, oder? Okay, lass zurückgehen. Okay. Oh, ich glaube, die halbe Stunde ist rum, oder? Ich spür schon ein bisschen Schwummrigkeit. Oh, immerhin sind wir hier wieder am gleichen Punkt rausgekommen. Oh, ey, das wird immer richtig übel. Mhm. Okay, dann lass uns kurz zurück. Ich glaube, der Lehrer ist da noch irgendwo draußen. Ich weiß nicht, ob der... Normalerweise vergeht hier ja die Zeit nicht wirklich. Oh, mach mal den... Oh, perfekt. Gut, dass du dran gedacht hast. Ist der Lehrer da? Oh, oh. Oh, okay, dann lass uns da schnell außenrum vorbeigehen, nicht, dass der uns sieht. Hier! Hier ist der Ausgang? Achso, oh ja. Hier ist gut. Weil wir müssen ja wieder beim Zaun rausklettern. Ich glaube, die Schule ist abgeschlossen, oder? Warte, nachts? Pass auf! Ich glaube, wir können den normalen Ausgang nicht raus. Pass auf, die Kuh sieht uns. Die Kuh macht schon nichts, Flo. Das passiert schon nichts. Flo, lass doch die Kuh in Ruhe! Was hat die denn getan? Die macht doch nichts, okay. Warte mal. Wo sind wir reingekommen? Du bist doch mal durch, glaube ich. Waren wir nicht? Ich glaube beim Schwimmbad. Hinterm Schwimmbad? Ja. Warte mal. Durch? Ja, genau. Hier links. War das sicher das? Ja. Gott, oh mein Gott. Junges Fräulein! Oh nein. Oh Gott. Oh, Papa! Du! Wie hast du mich? Kommt jetzt mit! Wer ist das? Du mein Dad. Zwei Wochen nicht mit dieser hässlichen Melone. Ich muss machen.
Und oben oh nein. Direkt nach Hause. Wir haben nur. Hey. Wir wollten uns nur in der Schule treffen. Ist mir egal. Ah! Los, mit. Oh Gott, ja, Entschuldigung. Mitten in der Nacht. Sofort! Was treibt ihr überhaupt? Wie hast du mich denn gefunden überhaupt, Papa? Als du kleiner warst, habe ich einen GPS-Tracker in dein Hirn gepflanzt. Sehr, ganz toll. So viel zur Privatsphäre. Kannst du mich nicht mal ganz normale Sachen machen lassen, bitte? Hab ich dir gesagt, du darfst dich beschweren. Nee. Nächste Woche dazu. Oh, Papa, ich muss doch in die Schule. Nein, Papa. Nein. Ich muss doch in die Schule. Ich muss doch was lernen. Nein. Keine Umschweife. Weißt du überhaupt, wo es rausgeht hier? Ich habe keine Ahnung. Ah, oh, okay. Ja, toll. Ganz ehrlich. Ja. So, das war's mit dieser Folge Minecraft Traum. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die kleine Glocke drückt. Dann kriegt ihr eine Notifikation jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Ich lade Videos hoch, meistens jeden Tag 13 Uhr. Also, wenn ihr da immer die Ersten sein wollt, die das mitkriegen, dann kann ich euch das sehr ans Herz legen. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!